Wie trinkst du eigentlich einen Hendrix Gin richtig? Also als erstes nimmst du dir den Hendrix, packst ihn in dein Glas, dann schönes Viva-Tree drauf, ne? 1:2, 1:3, wenn es ganz easy sein soll. Dann packst du dir eine Scheibe Gurke dazu und am Ende packst du dir noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ich habe jetzt Kurbelpfeffer genommen. Das Ganze lässt du ein bisschen ziehen und dann trinkst du aus einem Strohhalm. Jetzt kann ich es noch nicht alles schmecken, aber gleich. Das sorgt dafür, dass du den Pfeffer nicht im Mund hast. Ganz einfach. Aber wenn es dir schmeckt und du zerbeißen möchtest, dann probier auch das.